Ist das nicht der Kurt Zufluch, der da einmal die Leute ansagt, oder? Der, der moderiert? Nein, ich glaube nicht, dass der Kurt Zufluch ist. Das ist eben Gräuer. Außer der Waffe ist wieder mal gewechselt. Nein, sie können da sein. Wenn nur der selbe Tag von der Abreise auf die Agino, auf die Kreuzreise ist, dann komm. Ja, wir sind dann, gell? Ja, ist nicht bis ganz verrückt. Unsere Frauen, ja. Selbst im Witz gesehen, gell? Ja. Sollen sie daherkommen mit drei Koffern? Und wir haben die Gottes Namen nicht können helfen, wir haben die Hände im Hosensack gehabt. Und überhaupt, uns langen das einen Rucksack da, mit zwei Bälle langen Unterhosen drin, oder? Ja, wenn es warm ist, kannst du auch rädeln. Und dann auch angeschriebene Unterhosen, da nicht wie die jungen Burschen rumlaufen in der Stadt. Sie hat ja viel. Die haben auf dem Thämoride den Knie rum, die selber her. So kommt die Hosen daher. So, Mann, du bist mein Nachbar, Burmann. Weißt du, und dann schaut jedem noch die Unterhosen zu den Jeans aus. Ja, sicherlich gesagt. Ja, und mir kämen sie überhaupt nicht in den Sinn, über meinen Genitalbereich klein herzuschreiben. Nein! Mensch und Angel macht es zum Boss, zum Beispiel mit Hugo oder so, oder? Nein, nur wir sind dann auf dem Bahnhof, sind in die Schalterhalle. Ja. Dann sage ich zu den Männern, die Schalter, sie hören mal schauen, was hast du denn für Billett auf der Genua? Dann sagt er, hey, zum Beispiel Generalabonnement. Dann sage ich, hey, du, ich bin im Fall im Militär nur für sie leer gesehen, muss doch kein Generalabonnement haben, aber wirklich übertrieben für mich. Zu mir sagt er, ich bin ein Halbtagswill. Ja, genau. Dann sage ich, du, Löchli zwicken hier hinter dem Schalter. Willst du mir noch produzieren? Hast du schon mal freiwillig einen Liter Blut gespendet durch die Nase? Wenn du im halben Tag mit dem Zug von St. Gallen bis auf Genua aber machst, mach's es. Ich zahle genug Geld, ich will den ganzen Tag Zug fahren. Ja, ja. Oh? Ja. Das habe ich trotzdem noch verstanden. Ja, wir hinten schon. Wir haben so eine Auswahl an Billett gekauft, sind in den Zug eingestiegen. Und als der Sepp Kundichter kam, habe ich ihm zuerst mal links und rechts ein paar Tore hergekauft. Wieso hast du denn das gemacht? Ja, ich habe denke ein Zuschlagsbillett gekauft. Was? Ausnützig, oder? Ja, wir sind dann auf dem selben Schiff angekommen. Dann haben die uns einen Steward zugewiesen. Und der Sepp ist daher gekommen. Ja, der ist etwas gesehen. So ist er gekommen. Grüß euch, meine Damen und Herren, seid herzlich willkommen. Die sind sicher Gäste aus Appenzell.